extra für uns gemacht, eine Leiter, ein Aufstieg. Moin moin, heute bin ich wieder unterwegs mit dem Felix und Denise und heute gucken wir uns eine Villa an. Also, kommt mit. Ah, da geht's leider nicht rein. Wir suchen mal woanders. Oh, Felix hat einen Eingang gefunden. Jetzt müssen wir hier im Rüberspringen hier, mit Leichtigkeit. Und dann da gehen wir rein. Puh, hab ich Schwein gehabt. Wir brauchen doch nicht über die Mauer springen. Wir haben da ein Tor entdeckt. Da kann man einfach durchgehen. Ja, wieso auch einfach, wenn es schwer geht, ne? Also, kommt mit. Ja, man sieht schon, das ist voll abgerockt, das Haus, voll leer. Das ist schon hier. Das ist schon demoliert hier. Da geht's nach oben. Das sieht aus, als ob wir hier in einer Schule sind. Hier diese gelben Fliesen, hier so ein Waschbecken. Ne? Sieht aus wie in der Schule hier, die alten gelben Fliesen hier. Hier so ein Klo. Da geht's in den Keller. Hier war wohl mal die Küche. Telefon hier noch. Ja, was man auch Telefon nennt. So. Da ist noch hier irgendwelche Schalter hier für Flutlicht, Zimmer, Jagdraum. Jagdraum. Bad. Wir haben sogar einen Lift gehabt hier für 3 Personen. Was ist hier denn passiert? Haben sie den Fußboden rausgerissen hier? Ach, das sind die Platten, die wir im Wald gefunden haben. Haben sie die rausgenommen und wollten sie die verkaufen? Oh, hier schöne Bleifenster wieder. Ah, das ist normalerweise der Haupteingang hier. Also hier wollten die auf jeden Fall auch schon reinkommen hier. Voll die Scheibe eingeschmissen hier. Ich glaube, da stand mal ein Kamin, ey. Den haben sie ja komplett rausgewuppt hier, ey. Heftig, ey. Sieht man noch richtig den Umriss hier vom Kamin. Also ich denke mal, weil hier so ein Schacht ist. Und das sieht ja auch hier so nach Stube, Wohnbereich aus. Hier richtig schön noch mit den Vitrinenkästen da. Da ist auch noch eine, da ist die Scheibe noch heil. So einen Wintergarten möchte ich auch mal haben. Hier überall fehlen die Türzagen. Wir haben sie wohl auch alle rausgerissen hier. Außer hier ist noch so eine kleine Flügeltür hier. Die sind auch wieder diese Marmorplatten, denke ich mal. Die haben wir eben alle im Wald gesehen, ey. Hier so ein kleiner Kaminschacht noch. Und hier sehen wir nochmal schöne Marmorfliesen. Aber ich würde mal sagen, die Villa ist voll am Arsch. Und hier auch wieder so eine Marmortreppe. Aber hier haben sie wohl den ganzen Teppich von der Treppe runtergerissen. Ja, jetzt sind wir ein Stockwerk höher. Geht dann zuerst rein hier. Hier noch wieder Holzschränke. Alles wieder so im Mauerwerk drinne. Was liegt hier drin? Fliesen alles hier noch. Das sind bestimmt Ersatzfliesen, wa? Wenn Fliesen kaputt gegangen sind. Alles schön in rosa gehalten hier. Hier sind auch alles Holzschränke. Hier, guck mal, hier so eine richtige Lichterfront, ey. Boah, da waren aber richtig tausende von Birnen drin, ey. Da hat der Hausmeister bestimmt richtig was zu tun gehabt, ey. Jeden Tag Birnen auswechseln. Was
was sie hier so an den Wänden hatten, so Stoff, ey, so ein Vlies raufgetackert oder so und dann so ein Stoff, ey. Damit haben sie die ganzen Räume so verkleidet. Ah, da ist leider schon alles runter. Ah, es sieht irgendwie komisch aus, auch selbst die Decke, ey. Oh, wollen wir uns mal im Sonnen gehen? Ach, oh, ist sogar auf. Jetzt bin ich auf dem Balkon, ey, voll abgerockt hier. Oh, pass auf. Schon alles voll abgerissen hier. Aber echt, das muss mal eine richtig geile Aussicht gewesen sein, ey. Also den Baum hätte ich natürlich als erstes weggesägt hier. Die Dachkonstruktion, die finde ich halt mega geil. Das sieht richtig, diese Schindeln, ey, das ganze Dach, das ist richtig cool gemacht, ey. Oh, richtig schöne Aussicht, also. Würde ich auch gerne wohnen. So, aber mehr gibt's hier auch nicht. Und das ist geil, hier kommen bestimmt so viele Leute, die mussten schon eine Leiter bauen hier. Guckt euch das mal an hier. Alter, das sind die eine Leiter. Oder wahrscheinlich war das ja so eine Rutsche, wo die halt Material mit runter befördert haben. Oh, hier war wahrscheinlich Schlafzimmer, ey. Hier haben sie so einen Kamin stehen, ey. Und schön mit Fliesen dran hier. Sieht man so hier so, der ganze Stoff hier festgetackert worden ist hier. Und hier, das sieht auch cool aus hier. So, der nächste Raum hier sieht so nach Badezimmer aus, aber die Fliesen finde ich voll geil. Oh, scheiße, so alles kaputt, ey. Da war wohl mal ein riesen Spiegel. Hier so diese Tapete, ey, voll die Rosen drauf hier, so eine Rosentapete. Oh, was auch für Blumen da sein sollen. Auch geil, ganz schön nach draußen gucken, beim Kacken. Oha, das sieht aber auch gefährlich aus, ob das gleich umkippt hier, ey. Oh, guck mal hier, da. Ey, das ist ja Wahnsinn. Da kannst du ja schon zum Dach hochgucken, hier ist ja gar nichts isoliert, ey, gar nichts. Alles rausgerissen hier. Die Pflanzen, die mogeln sich da oben schon durch. Hammer. Beim Benutzen Schieber öffnen, okay. Ah, hier ist eine Sauna. Ja, die Tapeten sind ja wohl richtig scheußlich. Boah. Ja, ganz strange. Die sieht ja richtig scheiße aus. Das ist richtig bitter hier. Das war auch. Hier, das kannst du hier hochziehen. Ja. Also, Angst vor Einbrechern haben sie auf jeden Fall auch. Musst du auch, ne? Ja. Also der Raum ist ja richtig widerlich, ey. So ein richtiges, ekliges Grün, aber das fühlt sich an, ob das lackiert ist, ey. Aber ich habe gesehen, hier hinten schon so ein Stück Tapete, also so eine Lacktapete oder was auch immer. Und hier kommt der Fahrstuhl hoch. Geht der überhaupt noch auf? Nö. Schon zu. Ach, hier kann man einmal komplett rumgehen, wa? Cool. Ja. Das ist ja auch geil. Also hier hätte ich meine Stube gemacht, ey. Warte mal, ich zeig euch das mal von oben, ey. Und da ist der Wintergarten und. Alter, das würde ich mir voll als Stube ausbauen, ey. Voll geil. Und richtig warm. Ich gehe wieder runter. Also da hinten geht es auch noch weiter, aber total uninteressant. Hier die Holzkonstruktion, echt cool gemacht hier. Glasvitrine, oh, geht gar nicht mehr zu. Ich schleife.
Tja, hier oben haben sie aber die Türzangen noch drinnen gelassen. Die sind noch dran. Jetzt geht die ganze Truppe in den Keller. Luftschutzalarm. Ich rufe ihm schnell die Feuerwehr aus. Ich rufe ihm die Feuerwehr. Hier gibt es einen Luftschutzbunker, hier voll der fette Griff hier. Wir haben die Tür gerade auch mal eben zugemacht, die kannst du wirklich zumachen. Und dann mal hier, boah, das halt hier voll. Einmal schnell durchgehen hier, ja, und dann konnte man sich hier halt verkriechen. Und hier konntest du dann halt mit der Außenwelt in Kontakt treten. Hier, was ist das denn? Küche hier? Kannst die Küche immer anklingeln und dann kommt das Essen da durch oder was? Hier aus dem Rohr. Hallo. Und ich habe was gefunden. Ich habe was gefunden, Leute. Hier ist der Pool. Das hatten sie natürlich auch gehabt. Das hat, glaube ich, jeder. Pool muss sein. Wenn ich Kohle hätte, würde ich mir auch einen Pool holen. Irgend so ein Teil, was sich hier dreht, irgendwas, ich weiß es nicht. Hä, das ist total komisch. Boah, alles verschimmelt hier, hier müssen wir echt aufpassen hier. Hui. Na gut, ist im Keller ja so üblich, ne? Hey, Jawitzka. Oh, stinkt das hier richtig an verbrannt, ey. Boah. Boah, das riecht hier so ganz komisch. Oh, alles verschimmelt, ey. Hey, Jawitzka. Wo seid ihr? Achso, das ist ja gar nicht der Ausgang. Auch noch eine Abstellkammer. So, ich glaube, Leute, das war's, ey. Mehr gibt's hier nicht. Ich würde sagen, abonniert mich. Daumen nach oben und dann bis zum nächsten Mal.